Peter, in Vorbereitung zu dem musikalischen Abenteuer in Wien mit Wien Modern und dem Musikverein Perspektiven, haben wir zu dritt uns mehrmals getroffen und viel über Komponistinnen und Komponisten gesprochen, die dir wichtig sind und die dir was bedeuten. Unter anderem hast du immer wieder Bach und auch Schubert genannt. Kannst du ein bisschen zu den beiden Komponisten uns erzählen, warum die dir nahe sind? Also alle Leute, die über Bach sprechen und die sprechen genau über das, was mir auch gefällt. Das heißt, berührt mich. Ich bin interessiert in der Architektur, die ich spüre oder wie das gemacht ist. Ich bewundere die Mehrstimmigkeit, alle die Stimmen, die selbstständig nebeneinander herlaufen. Das ist etwas Fantastisches, dass man ein Kunstwerk hat, das dann nicht eingeteilt ist in Hauptbestimmen und Begleitungen oder so weiter. Wenn ich zum Beispiel, ich höre einen Liederabend und ich denke, höre ich gerne eine Stimme, oder? Und eine Liedstimme hätte für mich was Intimes, vermutlich für alle. Und dann denke ich mir, wieso spielt das Klavier so viele Töne, oder? Könnte man nicht weniger Töne spielen und dann das intimer machen? Und solche, also unbefugte Komponistenkritik, die ich jetzt da ungeschützt äußere, die habe ich nicht bei Johann Sebastian Bach. Im Gegenteil, ich bin voller Bewunderung. Also auch wenn ich die Kantaten höre und ich höre, wie er, der das schafft, die Stimmung, in der sogar der Worte, wir wissen das alles, und wo, dass man das in der Musik hört. Und ich würde meinen, ohne dass ich den Text kenne, würde ich schon meinen, jetzt weint jemand oder jetzt trauert jemand oder jetzt in seiner Sprache frohlockt jemand oder so. Also da ist das eine grenzenlose Bewunderung, ja, bei Bach. Ja. Und offenbar siehst du in der Komplexität, die Bach schreibt, in der aufwendigen Polyphonie, aber auch eine gewisse Reduktion, Abstraktheit und was Schlichtes, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Ja, das ist schon eine große Klarheit. Eine große Klarheit. Ja, und ich bewundere, dass das irgendwie aus der Tiefe der Zeit zu kommen scheint. Ich kann das nicht irgendwie dann festmachen an Dingen, die ich kenne nachher oder vorher. Und ich bewundere, dass ein Mensch das kann oder dass es einen Menschen gab, die das konnten. Und er hat ja viel geschrieben. Ja bitte. Jetzt hast du gerade bei Bach das Wort Architektur verwendet, die Architektur, die du wahrnimmst. Was ist Architektur für dich in diesem Kontext eines Musikstücks? Struktur, ja, ich spüre es also wie eine Anatomie, die durchgeht. Ich sehe eine Entwicklung der Themen, ja. Ich sehe, das spürt man einfach, das ist, wie die dann ineinander greifen, sich entflechten, wie die ruhig werden können und hochkomplex. Aber selbst wenn er irgendwie diese akrobatischen Dinge macht und die Dinge vom gegenläufig sind da und so weiter, wie, glaube ich, im musikalischen Opfer gibt es so Dinge, selbst dann bleibt er klar. Es ist nie so ein akademischer Murks oder so, wie die Texte jetzt wurde was. Es ist immer gut. So, und ja, das wäre schön, wenn meine Gebäude auch immer diese Klarheit hätten. Und in dieser Klarheit die Fähigkeit, Menschen zu berühren, oder? Das ist ja das Wichtigste, finde ich. Ja. Ich bin berührt, wir sind berührt. Und das freut mich, wenn es Menschen gibt, die auch von irgendeinem Raum von mir berührt sind. Und die Komplexität, die du bei Bach ansprichst, steht dieser Qualität, dass diese komplexe Struktur berühren kann, nicht entgegen. Ne? Also die unmittelbare Emotion ist kein Widerspruch, offenbar. Ja. Ja, man würde meinen, es sei ein Widerspruch. Aber in meiner Empfindung ist das seine Kunst, dass es eben
nie gekünstelt oder übertrieben oder so klingt, sondern dass das irgendwie zu einer schönen Aussage findet, immer wieder, die eigentlich klar ist, ja, oder berührend ist oder so. Das ist jetzt natürlich so ein unberührbarer Begriff, man wird berührt, genau. Aber wenn du versuchst, dich dem anzunähern, was dich an Musik berührt, hast du da eine Vermutung? Ich kann mich selber beobachten und ich weiß, ich kann dann Tränen kriegen oder ruhig werden. Ich kann Dinge vergessen, andere Dinge vergessen. Ich kann, wenn ich dann zurückschaue, muss ich sagen, das ist etwas am Schönsten, dass ich in der Musik versinken kann, wenn das geschieht. Und ich dann rückblickend sage, also die Musik, das Musikstück hat eine Zeit. Und wenn ich diese Zeit erlebe, dann verschwindet die Zeit drumherum. Für die Dauer dieses musikalischen Erlebnisses bin ich dort in der Zeit der Musik. Also, tönt jetzt ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. In diesem Gefühl drin, ich bin. Und der Raum hört mich an und dann hört die Musik auf und dann klingt sie aus. Und manchmal bleibt dann einfach ein Eindruck zurück in der Seele oder wo immer das stattfindet, wo das ist, von diesem Erlebnis. Dieses Erlebnisses im Altdeutsch. Und das sind für mich Wunder. Ja. Und wenn ich das vergleiche mit der Architektur, habe ich dieses. Die Musik dringt wie irgendwo in meinen Körper, in meinen Geist. Und die Architektur kann mich auch besänftigen, aber es ist mehr eine Umhüllung. Okay? Und vielleicht im besten Fall kann sie dann auch noch irgendwie mich innerlich berühren, aber das Erste ist eine schöne Umhüllung, eine schöne Räumlichkeit, die mich, also Umhüllung tönt ein bisschen vielleicht technischer, Umgebung, eine physische Umgebung, auch die mich ruhig machen kann oder die einfach in ihrer Komplexität sein könnte und dann natürlich mit Materialien arbeitet und mit wirklichen Materialien, ja, das ist das Schöne bei mir, dass ich kann mit wirklichen Materialien, Holz und Stein und so weiter, aber das sehe ich, dass der Komponist kann mit seinen Tönen arbeiten und das sind auch physikalische Wirklichkeiten, oder? Also das ist auch fantastisch. Und auch dort habe ich das, denke ich manchmal ein bisschen was Ähnliches wie dieser Stein und jener Stein und dieses Holz und dieses Metall oder Glas, dass du bei den Instrumenten und den Klängen irgendwas Physisches, Materielles spürst, ja. Und auch die Bewegungen der Menschen, also die blasen oder streichen oder so, das ist sehr berührend für mich. Du hast gerade so einen ganz zentralen Begriff verwendet, der im Sprechen über zeitgenössische Musik immer wieder auftaucht, das ist das Material. Ja. Und gleichzeitig bist du als Architekt, erlebe ich dich als deinen Perfektionisten bei der Auswahl von Materialien. Wenn man bei dir im Atelier ist, stehen viele verschiedene Holzmuster und Steinmuster und Farbmuster. Was bedeutet für dich Material? Also zunächst mal ist es das, ich mache damit die Häuser, damit sie halten und stehen, oder? Und ich habe wenige Materialien zur Verfügung, irgendwie, weil Holz, Stein, Glas, Stahl und dann wird schon Kunststoff oder irgendwas. Aber es gibt 1000 Metalle und 1000 Hölzer und viele Steine und so weiter. Da gibt es noch das Wasser und es gibt viele Dinge. Und daraus, jetzt muss ich das
wie würde der Komponist sagen, er muss das irgendwie orchestrieren, er muss das in die Musik, in die Instrumente geben und schauen, wie das klingt. Und ich mache das Gleiche, oder ich fange an mit einer Palette von Materialien, vielleicht ist das eines oder dann zwei, und dann gebe ich neue Materialien dazu und muss mir die Klangfarbe, also jetzt im übertragenen Sinn, und die lege ich mir zusammen und schaue, wie die chemisch, fast schon chemisch aufeinander reagieren, ja, wie das sieht man dann. Und da muss ich dann die Menge bestimmen, oder? Ich kann dann nicht alles mit dem Material machen, weil eigentlich ist der Stein das Hauptmaterial und so weiter. Das ist meine Arbeit und ich liebe diese Arbeit und die fängt schon früh beim Entwurf an, oder? Das heißt, ich denke nicht an das Material, wenn der Entwurf schon gezeichnet ist. Das ist für mich gar kein Entwurf. Meine Entwürfe beginnen und haben früh ein Material und einen Ort. Jetzt sprichst du so über deinen Schaffensprozess, ausgehend aus der Materialfrage. In unseren Gesprächen, wenn wir dich in der Schweiz bei dir zu Hause im Atelier besucht haben, gingen die Gespräche auch oft um die Frage, wie entsteht eigentlich Neues in der Kunst? Siehst du Analogien zwischen dem, was Komponisten tun, wenn sie komponieren, und deiner Tätigkeit, wenn du über Bauwerke und über Neues nachdenkst, über Schöpfung und Schaffen? Ich glaube, alle Künste stehen im Spannungsfeld zwischen dem Kontakt zu dem, was war, und zu etwas, das noch nicht ist. Oder noch so. Und wir alle, das ist in der Literatur so, im Tanz, in der Musik, in der Architektur, diese Frage stellt sich immer für jeden Einzelnen, wie er arbeitet. Und da gibt es alle unterschiedlichen Antworten, ja? Von Mensch zu Mensch, von Künstler zu Künstler. Ich persönlich liebe es, meine Bauten mit der Geschichte, der Architektur und der Orte zu verbinden, so dass ich aber nicht direkt etwas zitieren muss, so wie in der Postmoderne oder so, sondern es gibt so wie alchemistische, denke ich, Verbindungen via Material oder via Form oder irgend so, das ist jedes Mal anders, wo eine Verbindung geschaffen wird zu Räumen oder Häusern, die früher waren, oder? Und da letztens hat ein Journalist gesagt, ja, Herr Zumthor, Ihre Bauten erinnern immer an schöne alte Räume, die heute niemand mehr baut. Oder so, und die ich selten sehe. Und dann sage ich, ja, wissen Sie, ich liebe das Material, ich liebe den Raum. Das ist für mich zentral, also nicht wie das Gebäude von außen, sehr wichtig, aber nicht zentral. Meine Seele ist bei den Räumen, okay? Beethoven hat auch eine wichtige Rolle in unseren Gesprächen gespielt. Wir spielen auch ein spätes Beethoven-Streichquartett in den Programmen. Auch deswegen, weil du in unseren Gesprächen von der Glut gesprochen hast, die diese späten Quartette von Beethoven für dich ausstrahlen. Wie nah ist dir dieser Komponist und Beethovens Musik? Ja, wenn es in den Symphonien die Paukenschläge kommen, dann gefällt mir das weniger. Hingegen auch in den späten Streichquartetten sind zwei Dinge wichtig, dass ich dort eine unglaubliche Intensität spüre, wie wir alle, bin ja nicht alleine. Das ist ein verdammt guter Komponist, dem gelingt das, diese Dinge so dicht zu fügen, ja. Und diese Stimmen, das ist dort auch diese vier Stimmen, das ist dort auch alles von einer unglaublichen künstlerischen Logik oder so. Also ich würde es nicht anders, könnte es nicht kritisieren, im Gegenteil. Das spüre ich da, dass der,
diesmal ist es nicht ein klarer Bach, sondern es ist eine unglaubliche Energie da. In den späten scheut er sich nicht auch mal irgendwelche Dissonanzen oder so reinzugeben und Rhythmen reinzugeben, finde ich ja. Aber das Wichtigste da ist natürlich für mich, das ist halt biografisch, oder? Ich habe die kennengelernt so mit 21, 22 Jahren. Und da war ich ein Jazzbassist. So, ich habe nichts anderes gehört als Miles Davis, Charlie Parker und das Zeug. Und auch so solche Dinge versucht nachzuspielen. Und dann habe ich meine erste wirkliche Freundin kennengelernt und die hat Geige gespielt. Und die, ich habe ihr dann den Jazz beigebracht und sie hat mir dann die späten Beethoven-Quartette beigebracht. Und wir lachen heute noch drüber, wie wir voneinander gelernt haben. Sie kam aus diesem, die waren klassisch, unter meinen klassischen Musiker. Das ist mir auch wichtig, also dass das in meiner Biografie kommt, das früh rein und ist geblieben. Vielleicht bleiben wir kurz bei deiner Hörbiografie. Du hast ja erzählt, du bist sehr früh auch über deine Mutter mit der Stimme in Berührung gekommen. Dann gibt es so frühe Erinnerungen an Kirchen und Musik. Wie hast du so ins Hören gefunden als Kind? Das geschieht ja unwillkürlich, unwissentlich. Und ich muss jetzt zurückdenken, wie das war, oder? Also zum ersten Mal in dieser schönen Barockkirche Maria Stein, die Mönche unisono vorne im Chor, hinter dem Chorgitter singen zu hören, diese gregorianischen und diese Männerstimmen in diesem Hallraum, oder? Und viel später habe ich begriffen, dass irgendwie die Stimmen und die Räume zu den Stimmen, das sind Kirchen oder Kreuzgänge. So, das heißt, wenn ich diesen Chor nehme, oder diesen Männerchor, oder diese Mönche da, und die im nächsten Buchenwald aufstelle, da klingen die nicht besser gut. Das heißt, die Kirche, der große Raum als Instrument. Und so denke ich, ich habe keine Ahnung, aber ich denke gerne, ich habe noch nie etwas gelesen darüber, ich denke gerne, wurde die Orgel für die Kathedrale erfunden oder wurde die oder was umgekehrt? Weil das scheint wie zusammengehören. Man braucht diese großen Räume ein unglaubliches Instrument, das ihre Luft zum Zittern bringt und so. Okay, und dann katholisch aufgewachsen waren natürlich die Chöre in der Kirche, die waren wichtig. Die Lieder in der Kirche waren wichtig. Am Ende des Gottesdienstes, großer Gott, wir loben dich, habe ich immer gewonnen, schon als Bub, okay. Mit anderen Botschaften der Kirche, die haben mich weniger berührt, aber die Musik habe ich berührt. Ja. Und dann, das ist der große Raum und die menschliche Stimme. Und noch heute denke ich, an diese Vorlesung beteilige ich übrigens auch mit Bez, meinem Sohn, oder? Das ist fast das Schönste, wenn Leute zusammen singen, ja. Das ist, bitte. Nein, ich wollte sagen, damit beschreibst du sozusagen eine mögliche ideale Situation von einem Raum und einem Instrument und Stimmen, was sozusagen jetzt in deiner Beschreibung wie untrennbar organisch irgendwie zusammengehört. Gehört zusammen, ja. Jetzt unser Projekt, unser gemeinsames, wird sich ja in sehr unterschiedlichen Räumen abspielen. In Kirchenräumen, in Kreuzgängen, in Kellern. Im Musikverein im Goldenen Saal, im Musikverein hier im Gläsernen Saal. Was glaubst du, wie die verschiedenen Räume auf die sehr unterschiedlichen Stücke wirken werden? Oder umgekehrt gefragt, gibt es einen idealen Raum für Musik? Nein, das glaube ich nicht. Es gibt viele gute Räume. Und das ist mir gestern aufgefallen, als ich gesagt habe, ja, unser Musiksaal, der ist weltberühmt, das ist vielleicht der beste Konzert auf der Welt, oder? Und habe ich gesagt, das ist super. Das habe ich jetzt sagen die im Casino in Basel genau das Gleiche und so weiter. Und das ist dann eben das Schöne, oder? Das ist wie wenn du in der Welt rumkommst,
Und du bist angewendet mit den Lokalen, den Leuten, die dort wohnen. Da sage ich, da kamen die Römer durch und da war das und da war das. Und plötzlich merkst du, ich bin im Zentrum der Welt. Und das Zentrum der Welt ist da, wo die Leute sind. Und die schönsten Musiksäle, die sind eigentlich an ganz vielen verschiedenen Orten. Und ich bin sicher, die klingen alle anders. Okay, das wäre nicht, ich würde nicht dazu kommen, aber ihr wisst das. Das sind Persönlichkeiten, die Säle. Die haben ihren Klang. Und ich glaube, wenn die Akustiker es könnten, dann würden sie vielleicht alle gleich machen für Kammermusik so und für Chöre so und so weiter, Symphonien. Das wäre langweilig, weil viele, ich persönlich als Architekt denke ich mir, viel von dem, was da euer Saal kann, ist ein Zufall. Das ist jetzt einfach, das hat irgendwas, was passiert sind. Tausend Dinge, wie die Wände und die Böden und alles und die Formen und so weiter, konstruiert sind, die dann das beeinflussen. Das gefällt mir gut. Ich habe ja einen Klangraum in der Therme in Fals gemacht vor gut 20 Jahren, wo man rein, um die Ecke fliegt man rein in eine Grotte und dort kann man summen bei geschlossenem Mund, Pokerface, und dann kommen die Leute nach und sagen, wo hast du da diese Lautsprecher? Ich habe die Lautsprecher nicht gefunden. Weil dort, die nehmen den Ton auf und da gibt es einen unglaublichen Klang, nur schon vom Summen. Da kann sie so Pokerface, und das klingt Zufall. Manchmal sage ich, das habe ich berechnet, aber das ist ein Zufall, ein schöner Zufall. Wir haben im Vorfeld viel über die Programme gesprochen, aber auch über die Räume. Und du warst immer recht entschlossen und streng, wenn du einen Raum nicht geeignet gefunden hast. Vielleicht jetzt, wo wir gerade relativ frisch aus dem Stiftkloster Neuburg kommen, von einem Ortstermin dort, wenn du jetzt einen spezifischen Raum einmal hernimmst, wie beispielsweise jetzt den Kreuzgang, oder den Weinkeller. Und du weißt jetzt, im einen Fall kennst du das Stück schon, was im Weinkeller gespielt wird. Im anderen wissen wir die Besetzung, das Stück wird erst komponiert. Wie kommen diese Räume jetzt ins Spiel, wenn du weißt, wir gehen dorthin, wir werden Musik hören in diesem Raum? Also ich bin jetzt mit dieser, für mich ist das bereits eine, habe ich dir gesagt, ist bereits ein Gesamtkunstwerk. Das sind drei Dinge, die zusammenkommen. Die Glocken von den zwei Türmen, der Kreuzgang mit der neuen Musik, die ich nicht kenne, auf die ich mich freue. Und dann das im Keller, wo ich das Stück kenne. Das ist eine lustige Anekdote, weil das Stück heißt ja, Things are going down. Mein Sohn, der hat auch immer, alles was er macht, hat immer eine Prise Humor. Er ist nie ernst, oder? Es ist ernst, aber es ist immer noch etwas anderes dabei. Und ich bin sicher, dass ihr jetzt das so macht mit ihm zusammen, dass das ein Ganzes wird. Ich weiß nicht, ob der Kreuzgang beginnt und dann plötzlich hören wir diese unglaublich urtümlichen Glockenklänge. Und das wäre dann das Zeichen, um runterzugehen. Things are going down. Also, ja, das wäre doch verrückt, weil das ist eine unheimliche Wirkung der Glocken, der eingepackten Glockenschwängel. Ja. Also, das passt alles. Okay? Ich finde, das passt gut. Das da hier, das ist, so ein analytischer Raum, oder? So der ist ein bisschen hart. Und mal schauen, was werdet ihr da spielen lassen? Hier ist Geige Solo. Irvine Aditi mit Charino und Xenakis. Das könnte. Ja, so wie ich, also ich könnte mir vorstellen, dass das dann da passt, ja. Es kommen ja ein bisschen Leute, da sind wir jetzt noch ein bisschen abgedämpft, aber diese Herde, die verbinde ich
mit dem Artiti-Quartett, das ist auch so etwas irgendwie, habe ich immer so empfunden und so, also unzugänglich, modern, so von oben herab, denke ich. Also wir werden sehen. Jetzt sprechen wir gerade über den gläsernen Saal. Gestern das waren wir, schneiden die aber nicht raus. Gestern waren wir zum ersten Mal, warst du zum ersten Mal im großen Saal bei uns im Musikverein. Ja. Und du hast, wir haben zusammen Brahms, eine Brahms-Symphonie gehört, ja. Die dritte. Was waren deine Eindrücke von diesem Saal und was glaubst du, wie die zeitgenössische Musik dort klingen wird, die wir dann in unserem Projekt spielen? Von Rebecca Saunders zum Beispiel. Das weiß ich nicht, das, was ich gestern gehört habe das, und auch gesehen, das war sehr schön. Also eine Bemerkung zum Ganzen aus. Wir haben das jetzt in der Schweiz nicht so, wie ihr das da habt natürlich, mit dieser Tradition, dass du ein Haus hast voller Musiker und parallele Konzerte und Flötistinnen, die auf der Treppe noch irgendwie üben oder so. Das finde ich eine unglaublich anregende, schöne, wunderschöne Atmosphäre. Und dann geht man in diesen Raum rein und und da ist schon so viel geschehen, da sind die Uraufführungen und so weiter. Das gefällt mir außerordentlich, dass es das gibt, dass ich mir vorstellen kann. Ich glaube, was wir gestern gehört haben, wurde dort uraufgeführt, oder? Brahms Dritte wurde dort uraufgeführt. Ja. Was willst du mehr, oder? Das ist so die Ehrfurcht in der Kirche in Leipzig oder so. Hier, das geht fast nicht besser. Und wie der Saal hat ja ein bisschen noch diesen weicheren Klang. So. Und gestern die wunderbaren Musiker aus Budapest oder Ungarn, die haben da kräftig Gas gegeben, da sozusagen fast dagegen irgendwie. So. Das kann gut, ich müsste die kommen, das kann ich euch sagen, wenn ich das Stück gehört habe. Was wird das sein? Im Goldenen Saal haben wir mehrere Sachen. Wir haben Emar Solo mit Bach, Kurtak. Ja, das wird, ja. Wir haben und Schubert. Wir haben das Radiosinfonieorchester mit dem Klangforum mit Rebecca Saunders und dann Friedrich Zerhau. Und dann haben wir Michel Jarrell für großes Ensemble und Lautsprecher im Raum verteilt. Und dann haben wir noch dieses Stück von Rebecca Saunders für Stimme Solo. Mit dem Monolog von Molly Bloom, Stimme Solo und Ensemble im Raum verteilt. Ja. Also so wie ich den Saal gestern kennengelernt habe, ich bin echt der Erste und der Letzte, wird er das alles gut zum Klingen bringen, auf seine Weise. Ich weiß jetzt nicht, wie, aber auf seine Weise wird das alles gut tönen, alles gut klingen, denke ich mir. Auf was freust du dich denn am meisten bei unserem gemeinsamen musikalischen Abenteuer hier in Wien? Auf die Musik. Nicht auf die Gespräche, auf die Musik. Das ist für mich dann ein großes Erlebnis. So viel Musik, so viel gute Musik in so kurzer Zeit. Das ist ein Privileg. Ich danke euch für die Einladung. Jetzt, dir war sehr wichtig, dass neben alterslosen Stücken, die es schon lange gibt, die du liebst, Schubert, Bach, Beethoven, dass auch ein großer Anteil an Neuem dabei ist bei dieser Woche. Ja. Was bedeutet für dich das Neue? Ja, ich kenne das aus meiner Arbeit. Wenn das einfach eine Wiederholung ist von dem, was schon war, ich weiß nicht, warum das so ist, dann wirkt das lau und schwach und so. Wir brauchen immer ich brauche immer ein Element der Zeit, das, wie ist es jetzt, wie empfinden wir jetzt, sonst wird das schlaff. Die Spannung kommt irgendwo, da kommt eine Spannung ein, die sein muss, oder? Also ich höre gerne die Ottorino Respighi, die alten Dinge und so, das klingt sehr schön. Ja. So, aber das, was ich brauche, ist da nicht dabei.
Also wir freuen uns auf alles, was kommt, auf das Neue und auf das Alte und auf die Gespräche und die Begegnungen. Danke für das gemeinsame Nachdenken und Entwickeln. Wir freuen uns auf die Tage mit dir in Wien. Gerne. Dankeschön.